Darf. Ja, ich hatte mal wieder Pech und mein William Wolfgang, genau, Wolfgang hat das irgendwie auch nicht überlebt in der letzten Folge. Wir müssen es doch irgendwann mal schaffen, uns halbwegs zu eine Basis einzurichten und vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen länger zu überleben. Wir haben jetzt ja mittlerweile auch schon 4 Charaktere freigeschaltet. Und naja, wir haben Wolfgang gesehen, der ist so einigermaßen stark, aber dazu sind wir gar nicht gekommen. Und neben Hunger haben wir natürlich ein großes Problem, das ist die Sanity, also die geistige Gesundheit. Und ich will mal die Wendy ausprobieren. Hier steht nämlich, dass sie nachts Besuche hat. Vielleicht kann man mit denen sprechen, spielen, sonst irgendwas. Und sie wird nicht ganz so schnell verrückt. Wir müssen es einfach ausprobieren. Wendy! Wendy! Ja, nachts sieht die Welt etwas schlimmer aus. Das stimmt schon. Say Paul? Du bist doch ein Mädchen, wieso nennst du mich Paul? Das ist doch Schwachsinn. So, ich habe ein paar Sachen gelernt, wie zum Beispiel, dass wenn man Krähen angreift, dass sie dann, oder Vögel, dass sie dann gerne mal Samen fallen lassen. Und ansonsten ist das ziemliche Standardkost, wie immer bisher. Erstmal ein paar Saplings einsammeln, ein paar Flint und dann möglichst versuchen, sich in der Nähe von Schweinehäusern oder noch besser einer Büffelherde niederzulassen. Denn da kann man doch dann am meisten irgendwie daraus machen, wie wir festgestellt haben. Und ich stelle gerade mal fest, dass meine Aufnahme etwas ruckelt, was natürlich daran liegt, dass ich nebenbei eine andere Aufnahme kodiere und ich vergessen habe, das auszuschalten. Schön dämlich, ne? Ach ja, wen wundert's? Mich wundert's nicht. Guck, da haben wir ein paar Samen und Samen sind. Oh, ich höre Bienen. Ich höre Bienen. Das ist gut. Komm her, blöder Vogel. Ja. Einen roten Pilz. Noch ein paar Flints. Können wir denn schon ein paar Bäume umhacken? Ja, wir können schon mal die nötigen Werkzeuge machen, um zumindest schon mal ein bisschen uns mit Bäumen anzulegen. Chop, 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 verschwind. Oder Baum. Take that, Nature. Everything dies. Ja, du offensichtlich auch. Wir nehmen uns da mal ein paar Bienen. Oh, da ist ein. Da haben wir einen. Na, wie heißt's? Spinnennest. Genau, das habe ich gesucht, das Wort. Unten haben wir einen Bienenstock. Allerdings sollte ich den vielleicht noch nicht angreifen, solange ich noch nicht die notwendige Ausrüstung dafür habe. I shall have to wait. Achso, ja, klar. Ich habe den Lager versucht abzubauen. Das ist ja dämlich. Schön blöd von mir. Aber noch ein paar Karotten und noch ein bisschen Flint. Und dann klopfen wir den Baum um. Denn wir brauchen Holz. Holz, Holz ist das, was die Welt braucht. Und wir bräuchten ein paar Steine. Mal schauen, ob wir dieses Mal ein bisschen mehr Glück haben als in der letzten Folge, was die Ressourcenverteilung betrifft. Entweder ich finde keine Jungs, wie heißen sie, die, na ihr wisst schon, die ihre Hinterlassenschaften für uns übrig lassen. Oder ich finde keine Steine. Eins von beiden ist es immer irgendwo. Was total nervig ist. So, noch ein bisschen Flint, Karotte, ein paar Beeren. So, da oben haben wir einen Teich, da können wir dann im Zweifelsfall angeln gehen. Praktischerweise haben wir natürlich auch die Spinnen gleich nebendran, die uns ja dann ein bisschen Spinnenseide geben, die wir brauchen, um angeln zu können. So. Und so. Aber jetzt erstmal alles zusammenkratzen, um die erste Nacht einigermaßen gesund und vernünftig zu überstehen. Bin ja sowieso mal gespannt, wen die dann da nachts zu sich holt. So, ich glaube, das hier ist ein großes Bäumchen. Das könnten wir mal umhauen. Chop, 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 chop. Mich würde interessieren, wie das ist mit der Effizienz. Man müsste das mal ausrechnen, ob es sich lohnt, von der Haltbarkeit der Axt her eher kleine Bäume zu fällen, weil die schneller fallen. Oder ob es, so wie ich es jetzt momentan mache, es schon sinnvoll ist, die großen zu fällen, wo man aus einem Baum natürlich mehr Holz rausbekommt.
Mal wächst das hier schnell wieder nach oder bin ich hier einfach nur am Wild durch die Gegend rennt? Ich befürchte Zweiteres. Oh, verdammt. Die Darkness will bald kommen. Okay, jetzt wird Zeit, dass wir uns Feuer suchen. Wir haben natürlich noch kein Glück gehabt, was Steine betrifft. Das heißt, wir werden uns wohl in der ersten Nacht jetzt erstmal ein provisorisches Lager errichten. So. War hier noch irgendwas? Ah, noch ein paar Flints. Solange es noch halbwegs hell ist, ne? Können wir ja noch ein bisschen was eintüten. Ein paar Karotten, ein paar Stöcke. Ich meine, wir können noch nicht wirklich was mit unserer Wissenschaftsmaschine machen, da wir noch keine bauen können, da wir immer noch keine Steine gefunden haben. Aber wir können uns vielleicht, ich weiß nicht, können wir irgendwas herstellen? Ich glaube, wir können auch noch keine Ressourcen raffinerieren, da wir das auch noch nicht können. So, Flint, Sapling, das noch und das. So. Ich habe mich nämlich auch zwischen den Episoden mal ein bisschen schlau gemacht und versucht ein bisschen rauszufinden, was manche Sachen denn so machen und welchen Sinn sie uns dann bringen. Warum ist da eine Spinne? Geh weg, Spinne. Pfui, Spinne. Und warum ist da ein abgeernteter Stock? Da war ich doch noch gar nicht. Kann gar nicht sein, dass ich hier schon war. Das wüsste ich doch. Was tut er gerade? Oh, ein Gobbler. Komm her. Wo sind wir jetzt hin? Blöde Gobbler. Ich glaube, es geht los. Okay, ich habe jetzt erstmal tendenziell genug. Ich muss jetzt mich erstmal ein bisschen durch die Gegend bewegen und rausfinden, wo ich hier eigentlich hin will. So. Oh, grüne Pilze. Nehmen wir mal mit. Ein paar Karotten. Das ist Flint. Ich meine, ist ja schon eine schöne Gegend hier, aber wie gesagt, wir haben mal wieder wenig Glück, was Manure und. Also Dünger und. Oh, hier könnte es Manure geben. Und was Steine betrifft, ne? Da haben wir mal wieder massig Pech. So, jetzt wird es gleich Nacht. Jetzt sollten wir uns vielleicht langsam mal ein Kampffeuer machen. Ich laufe aber noch einen Augenblick. Bis es auch wirklich Nacht wird. Ja, komm. Bauen wir hier mitten auf die Straße und vor. So. Dann wird es wohl mal Zeit, unsere ersten Sachen mal zu kochen. Drei. So. Eisen. Wir können. Was legen wir denn mal ins Feuer? Um es ein bisschen zu befeuern. Können wir Paddles eigentlich auch essen? Blumenblätter. Nicht so wirklich. Ach komm. Du kriegst da mal ein bisschen Feuer hier. So, was ist denn jetzt? Ich habe gedacht, du kriegst nachts Besuch. Was ist mitten in der Nacht? Kein Besuch? Komische Fähigkeit. Kann man die kochen? Ja. Was mit denen? Grüne? Auch nicht. Grüne und rote Pilze. Sehr seltsam. So, die Sachen will ich raffinerieren, so gut es geht. Das packe ich mal nach da. Stöcke. Samen zum Anpflanzen. So. Dann kümmere ich mich mal drum, dass es weniger ruckelt. Und da werde es Tag. Sagt denn die Karte? Die Karte sagt, ich habe keine Ahnung, wo ich hingelatscht bin. Das sagt die Karte. Gut. Kann ich das eigentlich ausmachen? Das gibt nämlich eigentlich noch Holzkohle. Da wäre ich schon interessiert dran. So ganz theoretisch. Oh, guck mal, was wir hier haben. Stein. Rocks. Flint. Rock. Oh, hier sind wir gar nicht so schlecht. Jetzt eine Menge. Rabbit Holes. Hasen. Hasehen. Wie man so schön sagt. Hasenbauten. Dann könnten wir eigentlich mit ein paar Fallen und zwar ein paar Hasen fangen. Wenn wir das richtig angehen. Aber jetzt sammeln wir erstmal noch ein paar Steine. Kann ich denn schon Traps bauen? Ich meine, ich könnte schon Traps bauen.
kann ich nämlich hergehen und hier eine Falle setzen. Und dann baiten wir die mit einem... mit einer Karotte. So. Blöder Hase. Hahaha, du wirst sterben. Zack. Ein Hase. So einfach geht das. So, dann holen wir uns den noch gleich mal wieder. So. I can carry no more. Nevertheless. No more nevertheless. Dann setzen wir sie doch nochmal und baiten sie nochmal. So. Was haben wir hier? Achso, okay, noch so. Na komm, mein Haseli. Lauf mir in die Falle. Ich habe einen lebenden Hasen. Das ist ja sehr interessant. Was kann man denn damit machen? Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr für die Sachen. Was werfe ich denn weg? Ich esse einfach ein paar Beeren. Wie wär's damit? So. Komm her. Warum stackt der Hasen nicht? Eigentlich war das nicht so gedacht, aber egal. So, komm. Was haben wir denn? Achso, ja, Green Mushroom, genau. Wir sammeln noch ein bisschen Gras ein, wie wir wissen. Ey, ey, weg da, blöder Vogel. Schon wieder eine Hase drin. Katze sieht den nicht. So. Setzen wir so. Was haben wir denn hier noch ein paar Hasen? Müssen wir noch ein paar Hasen sein? Nein, ich will nicht die Karotte essen. Ich will die als Köder benutzen. So ein Hase bringt bestimmt viel mehr ein. Wir sammeln ganz viel Gras, damit können wir nämlich ganz viel Seil machen. Und mit dem ganz vielen Seil können wir hoffentlich ganz coole Sachen machen. Ein paar Saplings baue ich auch noch. Ich tendiere darauf, dass wir unsere erste Maschine dann machen. Das ist dann. Dass wir dann in der Hinsicht ein bisschen Glück haben. Haben wir nicht unser Gold schon? Ja. So, wir haben 13 Rocks, hä? Hey, blöden Hasen, wolltest du nicht mal da in die Falle latschen? Was seid ihr denn für komische Viecher? Komm, verpiss dich. Kann ich euch nicht irgendwie nach da unten treiben? Lalalala. Na? Hahaha! Dummer Hase. Was ist denn jetzt? Oh, es ist jetzt Nacht. Gut, dann sammeln wir unsere Karotte halt wieder ein. What? Hallo Abigail. That's my twin sister Abigail. Interessant. Und total verrückt. Dass man so anmerken darf. Mädel, du hast definitiv einen Vollschaden. Was können wir denn hier lassen? Irgendwas hier lassen. Ich leg das mal hier auf den Weg. Meine Coins. Oder ich pflanze einfach ein paar Bäume. Was soll's. Kann mir nicht schaden. So. Sammeln wir die Falle ein. Denn leider hatte ich... What? Was war das denn? Habe ich einen Schaden genommen? Wenn ich durch Abigail durchgelaufen bin? Ist aber schon ein bisschen dämlich. Flint. Rocks. Okay, wir machen uns erstmal wieder noch ein provisorisches Campfire für die Nacht. Ein paar Sachen kochen. Light. Campfire. Build Campfire. Tada! So, dann kochen wir mal unsere zwei Hasen, die wir gefangen haben. Da geht's dann doch gleich viel besser. Noch ein paar Beeren einsammeln. Ein paar Samen.
So, wie geht's uns? Können wir nochmal essen. Ich verstehe das nicht so richtig. That's my twin sister Abigail. Okay, es tut offensichtlich weh, durch sie durchzulaufen. Ist natürlich unpraktisch. Nein, ich bleib jetzt mal in der Nähe. Denn es wird gleich Nacht. Also so richtig Nacht. Ihr wisst schon. So Nacht. Och, Abigail. Okay, der Charakter ist irgendwie blöd. Was passiert, wenn ich Green Caps Nacht esse? Okay, meine Sanity geht runter, aber mein Hunger hoch. Ist natürlich interessant. Was haben wir denn da? Creepy Augen. Was passiert, wenn ich ein Red Cap esse? Sowas ähnliches. Meine Gesundheit leidet gerade schon ganz schön massiv. Naja, ich mache mir eigentlich mehr Gedanken um meine Sanity. Deswegen bleiben wir mal schön nah beim Feuer. Darkness is looming. Ach ja. So ist das halt. Ich schmeiß da jetzt kein Holz rein. Das lohnt sich nicht. Oder? Es wird eng. Ach komm. Einer geht. Was hat mich das gekostet? Ja, siehst du, ich brauche jedes Mal Holz dafür. Und für ein Firepit brauche ich aber auch mindestens 2 Holz. Was brauche ich für die Science Machine? Da brauche ich auch nochmal Holz. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal Holz sammeln gehen. Stein eher nicht so wirklich. Ich brauche 4 für die Science Machine und 12 fürs Firepit. Also mit den 16, die ich habe, komme ich schon ganz gut klar. Komm, jetzt mach halt wieder Tag. Ist jetzt gut. Dankeschön, der Herr. So, jetzt will ich mal erstmal mein Charcoal vom letzten Feuer eintüten. Muss da auch hier noch irgendwo rumliegen. Oder? Die Asche von meinem letzten Feuer. Keine Asche. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Schade, Made. Und guck mal, das ist interessant. Der scrollt immer wieder so nah zurück. Aber hier haben wir ein bisschen Asche. Pick up Ash. Geh weg von meinem Samen. So, noch ein bisschen Gras eintüten. Warum ist denn das hier so wobbelig? Alles gerade. Das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Sanity gerade ganz schön leidet. Naja, wird es wahrscheinlich bei mir auch. So. Nachttechnisch. Ich will doch bloß ein paar blöde von diesen komischen Bison-Viechern. Damit ich mich dann niederlassen kann. In der Nähe. Das reicht mir doch schon vollkommen. Toll, ich kann keine Bären einsammeln. Nehmen halt ein paar Brot mit. Oder wisst ihr was? Wir lassen die Asche hier. Oder noch besser, ich lasse die komischen Pilze da. Die sind mir eh suspekt. Weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Komm, Gras. Wir sammeln noch ein bisschen Gras, bis wir 80 Stück haben. Anscheinend passen hier 40 auf einen Stack, also können wir ruhig 80 sammeln. Und von den Stöcken passen auch 40 auf einen Stack. So wie ich das sehe. Und da wir das immerhin alles brauchen, wieso nicht, ne? Kackvogel. Weg. So. Beeren. Oh, hier sind schon die Monster, wenn ihr sie sehen könnt. Das liegt definitiv daran, dass unsere Sanity ganz schön leidet. Wie gesagt, ich hoffe immer noch drauf, irgendwann jetzt mal den nächsten paar von diesen komischen Viechern zu finden. Denn sich in der Nähe niederzulassen, ist mit das Sinnvollste, was man machen kann. Entweder das in der Nähe von Schweinen. Aber Schweine kann man später selbst bauen, wenn man sie dann gefunden hat. Diese Herden von Beefalos kann man nicht wirklich anlegen. Ich weiß nicht mal, ob man sie irgendwie bewegen kann oder so. Also treiben. Selbst das bezweifle ich persönlich. So. Meine Spitzhacke dürfte jetzt hier den Geist aufgeben. Genau, und deswegen machen wir uns auch gleich eine neue. Dann ein paar Steine und Flints und so sind sicherlich ebenfalls nicht verkehrt. Ich hoffe, dass Steine auch auf 40 stacken und nicht nur auf 20.
Yep. Wir stacken auf jeden Fall mal höher. Noch ein bisschen Gold. So. Ich habe schon das Gefühl, dass man sich einfach nicht so schnell am Anfang niederlassen kann. Dass man ein bisschen gezwungen ist, hin und her zu reisen. Sich erstmal ein bisschen mit Ressourcen einzudecken. Und zu hoffen, dass man zwischendrin überlebt. Wie gesagt, meine größte Problematik ist gar nicht das Verhungern, sondern die Sanity. Man soll wohl angeblicherweise auch Sanity wiederbekommen, wenn man denn dann isst und so, aber naja, davon habe ich noch nicht so viel gesehen. Dementsprechend. Wie gesagt, ich finde es jetzt hier auch nicht so den super Platz, um sich niederzulassen. Muss ich ehrlich mal so sagen. Also. Ich hätte wirklich gerne so ein bisschen von diesem Dünger, der da rumliegt, den man dann einsammeln kann und da dann einfach ein bisschen mehr Glück hat, so. So, noch eins von den Dingen, dann haben wir davon auch nochmal 40, dann haben wir 80 davon. Dann gucken wir jetzt hauptsächlich nochmal ein bisschen Holz und ein bisschen was zu essen. Und vielleicht noch drei Stöckchen. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch irgendwie... Also nicht. Uns ein bisschen durch die Landschaft bewegen. Bis wir eben was Nützliches finden. Und hoffen, dass uns solche Nachtcamps so lange über Wasser halten. Na guck mal, wenn ich jetzt so einen Baum umchopp, der zerfällt mit... Achso, nee, der hat ja nur noch den Arsch, glaube ich. So, jetzt haben wir wieder zwei Logs, das brauchen wir nicht. Noch ein Sapling mitnehmen. Und noch ein Sapling. Und dann würde ich sagen... Jetzt sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Das ist natürlich wenig hilfreich. Schon unglaublich, dass es hier keine einzige Buffalo-Herde gab. Ich würde sagen, wir folgen mal lieber dem Weg da drüben. So gut es halt geht. Vielleicht haben wir da etwas mehr Glück. Okay, ich sehe den Weg nicht. Ich kann nur hoffen, dass er irgendwo da lang führt. Oh ne, der Weg endet. Der Weg endet mal wieder im Nichts. Und es fängt auch noch an zu regnen. Das ist ebenfalls sehr kontraproduktiv für meine geistige Gesundheit. Wie ihr seht, die nimmt jetzt noch mehr ab. Aber ich versuche noch ein paar Beeren zu sammeln, solange es nicht absolut notwendig ist, sich ein Lagerfeuer zu machen. Ein paar Karotten, dann kann ich vielleicht mich mal wieder ein bisschen hochpushen heute Nacht. Denn der Tante geht so geistig nicht mehr wirklich so gut. Ein bisschen Schaden hat sie auch genommen durch die Begegnung mit ihrer Zwillingsschwester, die ihr wohl doch auch ab und zu mal eine verpasst, wenn man jetzt so nahe kommt. Was ich jetzt persönlich auch nicht so nett finde. Meine Schwestern sollten doch eigentlich zueinander halten. Dann sollte sie mir doch aus dem Weg gehen, aber zumindest keinen Schaden machen, wenn ich so durchlaufe. Ich habe jetzt natürlich noch nicht realisiert, ob die vielleicht irgendwie mir hilft im Kampf oder sowas. Das ist halt ein bisschen schwer, so rauszubekommen. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, die das Ganze halbwegs sinnvoll machen würde. So, jetzt holen wir uns da oben noch die Beeren und dann würde ich mal sagen... Karotte... Flint... Warte, okay, jetzt brauchen wir ein Feuer. Schnell, schnell, schnell. Campfeuer. Hui! So. Also, dann rüsten wir mal ein paar Beeren. Solange es Nacht ist und wir die Zeit dazu haben. Lulula. Wie viel Holz haben wir? 9. 9 Holz. Hm? Interessant. Wir sind gleich fertig, keine Angst. Gleich ist es soweit. So, jetzt packen wir da mal zweimal Brennstoff drauf. Ja, du kannst mal schön fortbleiben und dann füttern wir uns mal ein bisschen gesund. Aber ihr seht, zur Sanity trägt das nicht gerade bei. Gut, die Gesundheit baut es wieder auf. Wie sieht's aus mit Karotten? Karotten geben auch nur Lebenspunkte. Wir kochen mal eine Karotte. Mal gucken. So eine Karotte uns vielleicht ein bisschen Sanity gibt. Ebenfalls nicht. Wie sieht's mit
einen Samen aus. Auch der nicht. Also, ja, ne? So super ist das auch wieder nicht alles hier. Da hätte ich mir schon andere Sachen verstanden. So, wir choppen ein bisschen an dem Baum rum. Und gucken, dass wir... Ja, ich brauche keine Saplings. Oder was habe ich jetzt für das Campfire hergegeben? Achso, ja, drei Gras kann ich also wieder einsammeln. Na gut, machen wir das. Aber ansonsten... Was? Achso, ja, Beeren. Ja, dann kochst du halt. Dann habe ich dann schon wieder einen Pein kaum. Egal. Ansonsten sind wir natürlich mal wieder, oh Wunder, an einem Bereich angekommen, an dem wir... an einer Sackgasse. Oh, ich habe keine Axt mehr. Das ist unpraktisch. Sollten wir vielleicht mal noch eine bauen? So. Ich sag's euch, Ganz schön doof hier. Das Ganze. So. Fällen wir mal den Baum. Das ist auch wieder... Ich wette, hier unten ist auch einfach nur Wasser. Ich meine, wir können ja von hier aus mal schnell hinlatschen. Apropos schnell hinlatschen, das wäre auch... Ne, wir haben genug. Davon haben wir auch genug. Brauchen wir alles nicht mehr. Das ist auch so ein Thema, schnell mal irgendwo hinlatschen. Es gibt keine wirklichen... Oh, ey, komm. Echt? Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann ich Blumen futtern? Bring mir Blumen. Blumen bringen mir auch keine geistige Gesundheit. Oh, aber Blumen einsammeln bringt geistige Gesundheit. Okay. Wir sammeln ein paar Blumen. Hätte mir auch niemand sagen können, oder? Dass Blumen sammeln geistige Gesundheit gibt. Tja! So bleibt man schlau. Halbwegs. Komm, hau sie dir rein. Schaden kannst du ja nicht. Also Blumen aufsammeln sorgt also für geistige Gesundheit. Ich weiß nur, dass Evil Flowers dafür sorgen, dass wir geistige Gesundheit verlieren. Aber ich wusste nicht, dass Blumen normale aufzusammeln geistige Gesundheit bringt. Naja, ich denke, in dem Spiel ist es ähnlich wie in Minecraft am Anfang. Man lernt einfach unglaublich viel durch Ausprobieren und, naja, zuschauen. Ich meine, wenn ihr das jetzt hier alles gesehen habt, seid ihr natürlich wesentlich schlauer als ich, der ja einfach ins kalte Wasser gesprungen ist, um zu gucken, was da so geht. So, wo wollten wir lang? Wir wollten mal versuchen. Hier unten ist wieder Ozean. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Beefalo-Herde. Wir haben einigermaßen genug zu essen dabei. Und da ich jetzt weiß, dass wenn ich fleißig Blumen ernte, da auch meine Sanity wieder hochbekomme, dann bin ich doch relativ zuversichtlich, dass wir das sogar halbwegs heil schaffen, mal durch die Gegend zu latschen. Ich habe immer gedacht, man müsste irgendwas Spezielles essen, um seine Sanity nach oben zu bringen. So, ein bisschen Reeds, davon haben wir nicht so viele. So, Karotten. Noch ein paar Blumen. Ach ja, das ist ja jetzt hier fast schon zu einfach. Muss halt die Spielmechanik mal ein bisschen verstehen. Natürlich habe ich mir meine Welt ja ein bisschen angepasst gehabt, aber... jetzt, wo ich dann weiß, wie es geht, könnte man das in einem zukünftigen Durchlauf beispielsweise dann auch ein bisschen anders angehen. So, jetzt wird das hier alles wieder schön bunt und herrlich. 170 sind wir schon. Noch eine Blume. Ich weiß gar nicht, was Maximum ist. 180, 190, 200, irgendwie sowas. Irgendwas wird es sein. Wir werden es gleich sehen. 180. Ja, da ist Ende, wie ich es erwartet habe. Ihr seht schon hier, das ist mehr oder minder so eine komplette Landzunge. Also mir bleibt ja fast gar nichts anderes übrig, als es nach da drüben zu versuchen. 33 Flints habe ich schon. Das ist doch auch sehr schön. So, da kann man ein bisschen was essen zwischendrin. Okay, also Hasen hat es hier eine Menge. Das habe ich schon festgestellt.
Okay, jetzt keine Blumen. Oh. The darkness will be soon here. I must prepare. Prepare, mein Freund. Prepare. Da ist die wieder. Was haben wir hier? Hm. Rocks. Okay. Einfach so auf dem Boden. Naja, mir soll es recht sein, ne? Oh, ein Stein. Den können wir mal zerkleinern. Du blöder Stein, du kriegst das eine auf die Arme. Denn Rocks können wir immer noch ein paar aufheben. Wow, tatsächlich. Wenn irgendwas in die Tante reinfliegt, dann war's das. Können wir das vielleicht für unseren Gunst nutzen? Ah, Mist. Nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte, zumindest. Oh, hier sind ein paar Steine in der Nähe. Hier könnten wir uns zumindest mal provisorisch niederlassen. Ich meine, ich sehe zwar hier keine Blumen. Warte mal. Ich glaube, ich bin jetzt genau falsch rum, oder? Nee, nicht ganz so. Nee. So rum ist richtig. Genau. Ja, ich versuche gerade ein bisschen die Übersicht zu behalten, ehrlich gesagt. Ist nicht ganz so einfach. Was ist das? Jump into Wormhole. Ein Wurmloch. Naja gut, also was wir mal machen könnten, ist auf jeden Fall vielleicht mal uns hier so ein bisschen provisorisch niederzulassen. Vorübergehend. Wir machen jetzt einfach mal ein Firepit hin. Tada! Und dann erstmal ein bisschen Blütenblätter. Auch blöd, dass man sie erst zu Ende essen lassen muss. So, dann holen wir uns genauso hier. Kochen das Ding. Geh aus dem Weg, Schwester. Schwesterherzchen! Dann essen wir das. Also noch ein paar Beeren. Und dann geht's uns eigentlich schon wieder ganz gut. 150 ist das Höchste, was bei der Gesundheit, bei dem Hunger uns betrifft, so wie es aussieht. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich wirklich mal eine Science Machine bauen. Sie ist ja nicht so teuer. Dann hätten wir wenigstens mal die Grundlage, um ein paar Sachen zu erforschen. Wie beispielsweise eine Schaufel. Und einen Rucksack. Und Healing Self. Dazu bräuchten wir. Ja. Jetzt haben wir hier noch Pitchfork, genau. Pitchfork will ich auch noch. Und Razor brauchen wir momentan nicht, weil wir keinen Bartwuchs haben. Gott sei Dank. Was wir noch machen könnten. Highwall braucht kein Mensch, aber die Raffineriesachen brauchen wir. Rope, Boards, Cutstone und Papyrus. Wir beenden die Episode einfach hier. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.